magisches Haustier Morphle kann sich in alles verwandeln. Los geht's! Hier, meine neueste Erfindung. Der Teddystrahler. Er verwandelt Menschen in Teddybären. Ich bin ganz flauschig. Ist das nicht großartig? Morphle spielt mit Teddybär Mila. Tschüss, Professor Paula. Tschüss, Mila und Morphle. Und jetzt ist es Zeit, mich zurückzuverwandeln. Oh nein, mit meinen Teddypfoten kann ich den Teddystrahler nicht benutzen. Hast du das gerade gehört? Ja, ich liebe Teddybären. Jetzt stell dir mal vor, wie viel Spaß wir haben, wenn jeder in der Stadt ein winzig kleiner Teddybär ist. Oh! Mila Teddybär ist bester Teddybär. Oh. Banditen! Und sie haben den Teddystrahler. Nicht in meiner Stadt. Wir werden die Banditen aufhalten. Morphle, verwandle dich in einen Tiger. Und los. Was wollt ihr beide? Deine magischen Haustiere. Was? Oh nein. Hey, verwandelt mich sofort zurück. Bleibt sofort stehen, Banditen. Ihr bekommt unsere magischen Haustiere nicht in die Finger. Morphle, verwandle dich in einen grausigen T-Rex. Morphle? Wir haben es nicht bis zum Ende durchdacht. Aber wir brauchen noch den Teddystrahler. Schnell hinterher. Wie wäre es, wenn wir dich in einen Teddybär verwandeln? Der Teddystrahler funktioniert nur bei Menschen. Och nö, nun bin ich ja ein Teddybär. Oh, du bist so süß. Toll, jetzt können wir alle wieder zurückverwandeln. So ist's besser. Und schlechter wird's für euch. Immerhin habe ich einen knuddeligen Teddybär als Zellgenoss. Jorn, lass mich bloß runter. Mit einem magischen Haustier ist jeder Tag einfach magisch. Hattet ihr Spaß auf dem Jahrmarkt, Mila und Morphle? Ja, und ich kann es kaum erwarten, mit unserer gewonnenen Babypuppe Teepartys zu spielen. Morphle denkt, Baby will keinen Tee. Komm schon, Morphle. Lass uns den heutigen Tag magisch machen. Mimi, kannst du unser Püppchen zum Leben erwecken? Dann kann sie wirklich mitmachen. Hallo, Baumeisterin Mary. Hallo zusammen. Ich brauche ein magisches Haustier, das mir hilft, schwere Ziegel zu bewegen. Kann mir jemand helfen? Animi könnte sie zum Leben erwecken und sie könnten sich selbst bewegen. Das wäre doch toll. Wir sind bald wieder da, Mila und Morphle. Tschüss, tschüss. Nein, Riesenbaby. Magische Leckerbissen sind keine Babynahrung. Verwandle dich in einen Ball. Oh. Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee war, das Baby zum Leben zu erwecken. Lass sie uns zu Animi bringen, damit sie sie wieder in eine Puppe zurückzaubern kann. Oh nein! Baby, hör auf damit! Du wirst Mr. Wanderlust und Barky verletzen. Morphle, verwandle dich in einen Drachen, um das Baby vom Auto zu holen. Oh nein! Stopp, Riesen!
Baby. Das ist doch ein echtes Eis. Oh nein! Mein Wagen! Tut mir leid, Geraldo. Wir helfen dir später beim Reparieren. Morphle, verwandle dich in einen Kipplaster, um das Baby zu fangen. Morphle? Ich habe eine Idee. Wiegen wir das Baby in den Schlaf. Funkel, funkel, kleiner Stern. Ach, wie bist du mir so fern. Du hast es geschafft, Morphle. Mimi, kannst du unsere Babypuppe bitte wieder normal machen? Morphle denkt, Baby ist wach. Oh, bitte beeil dich, Animi. Mila, was ist hier los? Entschuldige, Papa. Nächstes Mal können wir Teepartys spielen, ohne die Spielzeuge zum Leben zu erwecken. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier. Hey, Papa. Sieh mich an. Ich kann dich nicht sehen, Mila. Sieh nach oben. Hi. Morphle und Mila, der Superheld. Morphle will mitmachen. Hm? Morphle, was machst du da? Morphle, Superanzug. Juhu, jetzt können wir alle Superhelden sein. Lasst uns den heutigen Tag magisch machen. Oh, ich habe eine Idee. Lasst uns ein Rennen veranstalten. Morphle gegen Orphle? Orphle rennt gegen Morphle. Wer zuerst auf dem Berggipfel ist, hat gewonnen. Achtung. Fertig. Los! Orphle, warte! Wow! Oh nein, jetzt sind sie vorne. Lass uns springen. Wow! Ja! Was? Orphle, das war nicht nett. Gut gemacht, Orphle. Ich habe mich noch nie so stark gefühlt. Ich glaube, ich kenne eine Abkürzung. Geh da lang, Orphle. Juhu! Haha, ich glaube, wir gewinnen, Orphle. Orphle, lass uns Räder und einen Jetpack morphen, um über den Fluss zu springen. Yay! Morphle, morphe Flügel, damit wir den Berg hochkommen. Morphle, morph, morph! Mila gewonnen? Ich glaube, es ist ein Unentschieden. Ja! Orphle nicht gewonnen? Wir alle haben gewonnen. Es geht nicht ums Gewinnen, sondern darum, Spaß zu haben. Das zählt wirklich. Jeder Tag ist ein magischer Tag mit einem magischen Haustier. Oder zwei. Bitte sehr, zwei kleine Roboter wie bestellt. Ausgezeichnet. Was war das? Oh, nichts. Danke, tschüss, tschüss. Hä? Hast du alles mitgebracht? Jawohl. Perfekt. Oh, seht mal, das sind die Banditen. Seht, es sind die Banditen. Nein,
Oh. Psst. Morphel. Mila? Wobei? Vergiss den Ball. Wir gehen jetzt. Jetzt? Komm mit mir. Okay. Morphel, willst du noch ein Spiel spielen? Nein. Okay. Möchtest du nach Hause gehen? Nein. Hast du irgendeine Idee? Nein. Morphel, hol das Eis dort. Mila, keine Bezahlung? Mila? Du verhältst dich sehr seltsam, Morphel. Du willst dich nicht mal verwandeln. Nein. Du sagst nur nein, nein, nein. Papa, Morphel benimmt sich komisch. Schau, Mila, es ist nicht sehr nett, sowas zu sagen. Hey, Morphel, möchtest du ein Eis haben? Nein. Du willst kein Eis? Da muss was nicht stimmen. Was? Hä? Siehst du, dieser Morphel ist nicht echt. Die Banditen. Morphel, hol jetzt den Ball da. Hey. Oh, nein. Das ist Milas Papi. Hey, Mila. Was machst du denn da? Du weißt schon, Mädchenkram. Psst, Morphel, hier drüben. Na, okay dann. Mach du das. Bye-bye, Mila. Tschüss, Papa. Jetzt wird noch mehr Unfug gemacht. Morphel? Mal die Wand an. Nein. Verwandle dich in... Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann eben in einen Elefanten. Nein. Hey, süßer kleiner Kerl. So lustig. Eines Tages wirst du groß und furchterregend sein. Mit diesem Zapper, den wir von Professorin Paula gestohlen haben, können wir diese Tiere in Riesen verwandeln. Das wird ein toller Tag in der Tierauffangstation, Morphel. Ja! Mila, Morphel, die Banditen verwandeln alle Tiere in Riesen. Oh nein, wir müssen den Zapper zurückholen. Morphel, verwandle dich in einen Superhelden. Das ist nicht toll, Barky. Wow. Oh nein. Oh nein. Gebt uns den Zapper, Banditen. Das glaube ich nicht. John, zapp sie weg. Oh, oh, das haben wir nicht bedacht. Wir kommen wieder. Ja. Oh, toll. Jetzt zappen wir alle Tiere zurück. Da. Das ist der Pinguin. Nummer 1.
Hallo, wir sind wieder da. Toll, aber... Oh nein, ihr seid sehr klein geworden. Aber ihr seid immer noch großartig. Hey. Herr Spiegel, können Sie uns zeigen, was in der Spiegelwelt passiert? Das kann ich ganz sicher, Mila. Morphe liebt Spiegelwelt. Apfel. Nein, 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 Morphe. Steck ihn wieder in mich rein. Das ist awful. In der Spiegelwelt ist alles das Gegenteil von dem, was es in unserer Welt ist. Und da Morphel sehr freundlich ist, befürchte ich, dass Orphel in seinem Sinn nur Böses hat. Gute Idee. Wir können nicht zulassen, dass Orphel in der Stadt herumläuft und Chaos anrichtet. Komm, Morphel, lass uns eine Weile mit Chroma spielen. Hallo, Morphel. Wie geht's dir heute? Olisofrisser? Schön! Was machst du denn da? Orphel! Orphel, du kannst mich nicht einfach hier lassen. Klingt, als ob jemand nach dir sucht, Morphel. Ah, da bist du ja, Morphel. Jetzt hol mich hier wieder runter. Danke, aber ich mag diese Art von Blödsinn nicht. Sicher, nein, 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 nein. Aber du hast mich doch überhaupt erst auf das Dach gebracht. Aber Morphel war die ganze Zeit mit uns drinnen. Nein, er hat mich auf das Dach gesetzt und darüber gelacht. Und zwar so. Oh nein, das klingt nach Orphel. Wir müssen ihn finden. Was machst du denn da, Morphel? Brauchst du irgendwas? Ja? Hey, was ist denn hier los? Das ist nicht lustig, Morphel. Aber wenn das Morphel ist, wer ist das? Wir müssen dafür sorgen, dass Orphel nicht mehr so tun kann, als wäre er Morphel. Chroma, male Orphel grün an. Orphel grün? Ich hoffe, wir müssen Orphel nicht wiedersehen. Schau, Morphel. Genau so. Morphel auch. Mach dir keine Sorgen, Morphel. Du wirst den Dreh schon noch rauskriegen. Aber du wirst nie so gut sein wie dieser kleine Kerl. Das ist Boba, unser neues magisches Haustier. Boba liebt es, Seifenblasen zu pusten. Er neigt dazu, vor Freude zu platzen. Wow, wow, wow. Seht ihr? Das sieht nach Spaß aus. Juhu! Boba, das ist hoch genug. Ich kann nicht raus. Morphel, verwandle dich in etwas Großes. Kipplaster! Jetzt Morphel rettet Mila. Na, Mila? Was ist da? Hilfe! Hilft mir! Morphel, Hilfe!
Oh nein, da fällt ein Auto direkt vom Himmel. Da bist du ja, Boba. Hör zu, du kannst deine magischen Seifenblasen nicht überall hinpusten. Das verursacht eine Menge Probleme. Morphle, kannst du meine Blase platzen lassen? Oh, puh. Danke, Morphle. Verunsichert, ob ich mein Auto wiedersehen würde. Nun, Boba, wenn du das nächste Mal vorbeipustest, nimm es bitte nicht zu wörtlich.